Hallöchen, meine Damen und Herren. In diesem Wochenendvideo gibt es drei Themen für euch, und zwar eine neue Steam-Steuer, die womöglich auf uns zukommt, die gute alte Map Vertigo, die wahrscheinlich von uns weggeht, und ein Scam. Warte, wird auch mal was anderes kommen außer Fortnite? Jetzt habt ihr mir gerade gestern ein Video geschickt von Chief Kinzo, der gescammt wurde auf Faceit. Davon höre ich die letzten 6 Monate leider viel zu oft, dass auf Faceit eben fett reingescammt wird. Auch eine Zuschauerin von uns wurde gerade vor, ich glaube, 3 Monaten auf oder mit Faceit gescammt. Und diese Sache ist wirklich sehr nervig. Einer meiner Zuschauer, Drunken Noob, ihr kennt ihn vielleicht. Er reagiert auf alles, was in der Counter-Strike-Szene passiert, und ich glaube auch darüber hinaus. Er hat vor, ich glaube, 3 oder 4 Monaten sich in diese Faceit-Sache reingekniet und unter anderem ein paar Hubs herausgesucht, die komplett zerfressen waren oder durchseucht waren mit diesen Scammern. Er hat mir dazu ein richtig geiles Textdokument geschickt, in dem er alles, ich sag mal, aufgedeckt hat, und ich kann es nicht finden. Oh, brother. Ich habe ihn jetzt heute nochmal angeschrieben, ob er mir die ganze Sache zukommen lassen kann. Jetzt sitze ich aber schon am Video dran, es ist jetzt 19.30 Uhr, das reiche ich natürlich gerne nach. Er hatte da unter anderem eine Hub, da wurde unsere Zuschauerin auch gescammt, sie hat ihre ganzen Skins geklaut bekommen. Er hat sich da reingemacht, überprüft und hat eben festgestellt, dass diese ganzen Steam-Accounts zum Beispiel alles Bots waren und keine richtigen, echten User-Accounts. Und dass diese eine Hub, auf die er sich gestürzt hatte, voll war mit diesen Bots, mit, ich glaube, Hunderten. Er hat dazu natürlich noch ein paar mehr Dinge rausgekruschelt und hat die ganze Sache dann an die Moderatoren von Faceit weitergegeben oder die Leitung oder wie eben auch immer, den Support. Und der Support hat sich aber halt irgendwie quergestellt, weil er, und das ist auch irgendwie halb verständlich, gesagt hat, naja, die ganzen Accounts, die können wir jetzt ja nicht einfach bannen, die haben ja nichts gemacht. Also nur weil einer oder zwei was gemacht haben, muss ja nicht sein, dass alle, ne, mitgehangen, mitgefangen, bla bla bla. Drunken ging es in diesem Falle auch darum, dass ich praktisch beleuchte, oder jemand, der darüber ein Video macht, beleuchte, dass wohl auch Faceit sich dagegen stellt. Einer der Gründe, die dafür sprechen, sei zum Beispiel, und ich denke, das ist recht logisch, dass man natürlich sehr viele User gerne auf seiner Seite hat, weil dann bekommt man auch mehr Geld von den Sponsoren, beziehungsweise Werbetreibenden auf der eigenen Plattform. Aber diesbezüglich gibt es überhaupt keine offizielle Stellungnahme von Faceit selbst. Er hat mir nur diesen Verlauf geschickt von ihm und dem Support-Menschen, und da ging es nicht darum, warum das so ist und so weiter und so fort, sondern es ging nur um die Antworten vom Support, und die, finde ich, sind, wie gesagt, nachvollziehbar, dass sie sagen, wir können nicht einfach das ganze Ding auflösen. Nur weil da ein Bad Actor drin ist und die anderen danach aussehen, aber halt nichts gemacht haben, können wir nicht, und hin und her. Naja, aber kommen wir zum eigentlichen Scam. Chief Kinzo ist mehr oder weniger auf den Standard reingefallen. Einer seiner Freunde von Faceit hat ihn angeschrieben und gesagt, hey, komm, wir zocken zusammen. Aber in so einer komischen Hub oder komischen Liga. Das ist wohl diese Geschichte gewesen, wo sie spielen wollten, 5e-League oder so. Und der Scam ist so abgelaufen wie eigentlich immer. Er wurde eben auf eine Seite gelockt, auf der er sich dann einloggen sollte. Er ist wohl noch sehr frisch in Counter-Strike drin und hat dann sich gedacht, ich gebe dort nicht meine Daten ein, sondern ich scanne den QR-Code. Was natürlich aufs Gleiche rauskommt. Auf einer Scam-Seite den Code zu scannen. Also hat er den Code gescannt, und dann ging es noch um eine extra Anmeldung, und irgendwann hat er dann wohl gesagt, Leute, das ist mir zu heiß, ich gehe doch lieber raus. Zu dem Zeitpunkt hatten aber die Scammer bereits Zugriff oder Teilzugriff auf seinen Account. Und sie wollten auch, als sie noch mit ihm im Discord-Talk waren, dass er doch bitte zum Testen einen Trade schicken soll an irgendeinen Freund von sich und den wieder abbrechen soll, den Trade. Dann wäre er verifiziert, und da hat er gesagt, das ist aber sehr merkwürdig, ich gehe lieber. Und die meisten können sich schon denken, was natürlich dann passiert wäre, hätte er diesen Trade gemacht. Die Leute hätten den Intercepted abgefangen, umgestellt und dann an jemand anderen geschickt. Er ging, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt raus, weil es ihm komisch vorkam, hat seinen Kumpel angerufen und gesagt, hey, ich glaube, ich wurde gescammt, sein ganzes Zeug war noch da. Und dann hat er den folgenschweren Fehler begangen. Er hat gesagt, weißt du was, ich schicke dir lieber alle meine Sachen, weil ich mich nicht sicher fühle auf meinem Account. Ich schicke sie lieber dir, bei dir ist ja alles cool. Tja. Und dann hat er genau das gemacht, was die Scammer ja von ihm wollten, dass er einen Trade losschickt. Ich gehe mal davon aus, dass die über die Schritte im Vorfeld bereits API-Zugriff auf seinen Account hatten und somit den Trade einfach woanders hinschicken konnten. Also ging der Trade nicht an seinen Kumpel, sondern an den Scammer. Und das war's, dann war alles weg. Daher wieder folgende Belehrung, aber diesmal ganz kurz. Klickt auf keine Seiten. Geht nirgendwo hin. Wenn ihr euch extern irgendwo anmeldet, dann geht bitte erst auf steamcommunity.com, auf die offizielle Steam-Seite. Meldet euch dort an und geht danach dann zum Beispiel auf skinbaron.com. von Hand eingegeben. Wenn ihr bereits auf steamcommunity.com angemeldet seid, dann könnt ihr einfach auf jeder externen Seite hier auf Anmelden drücken, und dann kommt dieses Fensterchen hier, das man übrigens auch komplett rausziehen kann, wurde mir beim letzten Video noch geschrieben. Es sei nicht nur wichtig, dass es hier wabbeln kann, rumgezogen werden kann, es ist ein eigenes Fensterchen, das ich einfach auf meinen anderen Desktop ziehen kann. Und da muss man hier auch keine Daten eingeben oder einen QR-Code scannen, ihr müsst einfach nur auf Sign-In drücken und dann seid ihr drin. Wenn ihr glaubt, dass ihr gescampt wurdet, dann macht ihr folgende Schritte. Ihr disconnected bzw. deautorisiert alle Devices, alle Geräte, die
im Moment in euren Account eingeloggt sind, damit die Scammer auf jeden Fall rausfliegen. Dann schaut ihr bitte auch, ob irgendwelche API-Keys bei euch hinterlegt sind. Bei ihm waren wahrscheinlich welche drin. Diese Seite ist hier unter dem Video verlinkt in der Videobeschreibung. Das ist steamcommunity.com, die offizielle Seite, /dev/API-Key. Ihr könnt es auch von Hand eingeben. Wenn ihr in eurem Browser angemeldet seid, kommt eben diese Seite. So, alle API-Keys raushauen, die ihr nicht selbst angelegt habt, damit es so aussieht wie bei mir. Leer. Und dann Passwort ändern und natürlich euren Authentifikator neu einstellen. Macht auf keinen Fall einen Trade, vor allem wenn euer Zeug noch da ist. Denn wenn jemand bereits Zugriff auf euren Account hat, kann er genau dann, bam, alles umleiten. Und das war's mit der Scam-Geschichte. Ging doch ein bisschen länger, als ich dachte. Als nächstes kommen wir zu Vertigo. In meinem Video, in dem es um Train ging, hatte ich vergessen zu sagen, welche Map mit hoher Wahrscheinlichkeit gehen muss, damit Train kommen kann. Und wahrscheinlich wird es Vertigo sein. Der Grund, es wird einfach zu selten gespielt. Hier will ich natürlich fragen, ob ihr das schade findet, dass Vertigo fürs Erste dann wohl raus sein wird, also wenn es tatsächlich so eintrifft. Ich finde es übrigens nicht wirklich schade. Ich habe bis jetzt auch ziemlich viel Glück gehabt, was die Maps anging, die gehen mussten. Also auch Overpass hat mir damals nicht wirklich zugesagt und schon wurde es gegangen. Was mir in der Seele brennen würde, wären wahrscheinlich Inferno, Mirage, Anubis, ja, so die, vielleicht auch Ancient, das wären so die Maps, die mir halt gerade einfach am meisten Spaß machen. Wenn die weg wären, wäre ein bisschen sad. Aber Vertigo, ich bitte dich. Und nun noch zum letzten Punkt, durch den vorhin wahrscheinlich einige aufgehorcht haben. So wie es aussieht, möchte Steam wohl bald eine lokale Steuer mit einführen. Im Moment scheint das so nur in Kanada umgesetzt zu sein, weil sie dort aber auch so ein spezielles Gesetz eben wohl rausgebracht haben, dass das eben so gemacht werden muss. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze bei uns aber auch in der EU eingeführt wird, ist relativ hoch. Hier geht es aber nicht um den Gesamtpreis des Items, sondern um x Prozent, also zum Beispiel 15%, wenn das die lokale Steuer wäre, auf die Gebühr, die Steam selbst erhebt. Das wird auf jeden Fall noch sehr interessant, sollte es bei uns in Deutschland dazu kommen, ja, zu schauen, wie hoch das bei uns auch sein wird, also wie viel Prozent wir hier drauf kloppen müssen. Natürlich kommt hier in meinem Kopf auch direkt die Frage auf, wie ist das dann extern? Müssen sich Dritte auch irgendwie daran halten, gerade wenn es nur um Trading geht, man bezahlt extern über eine andere Möglichkeit und schickt sich am Ende die Skins ja einfach nur hin und her und macht es nicht über so eine Steam-Bezahlung. Wie wird das da aussehen? Das werden wir dann sehen. Das wäre es dann soweit wieder mit den drei Themen gewesen. Wir ballern jetzt noch ein Giveaway raus und lösen eines auf. Aber zuallererst möchte ich noch ein paar Leuten danken, denen ich in Worten viel zu selten danke. Am Ende der Videos seht ihr immer Namen da stehen. Das sind meine Patreons und Kanalmitglieder. Patreon ist eine Bezahl-Abo-Seite und Kanalmitglieder hier auf YouTube eigentlich dasselbe. Man kann auf YouTube auch kostenpflichtig abonnieren für 99 Cent im Monat bis hoch zu einem Betrag, den man selbst auswählt. Vielen lieben Dank an euch, dass ihr mich auf Patreon und auch hier auf YouTube unterstützt und mir da Pignons hinzukommen lasst. Sehr, sehr edel von euch. Dankeschön. Jetzt lösen wir ein Giveaway auf. Und zwar gab es für euch einen Bosch Holo-Sticker zu gewinnen. Und in diesem Video hatte ich euch gefragt, ob ihr glaubt, dass wir durch dieses Armory-Update jetzt näher oder weiter weg sind von einer Operation. Vielen lieben Dank für 147 Kommentare. Und der Gewinner ist, ich denke, dass der Armory Pass ein guter Vorgänger für die nächste Operation ist. Jetzt fehlt nur noch der Gameplay-Content. Eck! Du hast gewonnen. Melde dich bitte unter diesem Video, das du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und füge bitte deine YouTube-Kanal-Info, deinen Trade-Link ein. Und ein zweites lösen wir auch noch geschwind auf, weil wir noch so viele offene haben. Es gab einmal den Sticker Baby Howl. Und hier ging es um diese ganz merkwürdige Operation, die von, ich glaube, Lobber irgendwie angepriesen wurde, die dann aber sich doch als riesen Scam herausgestellt hat. Vielen Dank für 119 Kommentare. Und da hatte ich euch gefragt, ob YouTuber oder generell Creator ihre Partner noch besser auschecken sollten. Jenson, Lobber ist ja leider bekannt dafür, für unseriöse Seiten. Ich finde es einfach schade, wie dort mit der Community umgegangen wird. Moment. Wie dort mit der Community umgegangen wird und dass keinerlei Risiken aufgezählt werden. Habe das Gefühl, dass diese Creator das schnelle Geld gerochen haben und ohne weiteres dort zugesagt haben. Bezüglich des Kommentars bin ich da auf deiner Seite, zumindest mit dem hinteren Teil, den Anfang. Also ich kenne Lobber halt zu wenig, um da was dazu urteilen zu können, ob er sowas oft macht. Aber für mich ist es so, wenn ein Creator, YouTuber, Streamer, wie auch immer, einen Partner hat, dann kann man den Partner zu x Prozent auskundschaften. Die internen Abläufe wird man auch als Partner dann, als Creator-Partner, wird man nicht mitbekommen, was die da intern machen, ob die da Kinder essen oder nicht, das kriegt man nicht mit. Aber sobald es rauskommt, dass dann irgendwas Schlimmes passiert, dann finde ich, sollte man als Partner sagen, oh, hoppala, das habe ich nicht gewusst. Sorry Leute, lass lieber die Finger davon. Du hast somit gewonnen, bitte hier melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und bitte einmal hier, oh nice, wie bereits geschehen, den Trade-Link rein. Dankeschön. Und jetzt hauen wir noch was Neues raus, und zwar dieses Holzmesser. Einer von den neuen Charms, let's go. Hieran kann man teilnehmen, wenn man unter anderem über Folgendes kommentiert, und zwar, welche Map findest du, könnte am ehesten rausfliegen, damit dann Cash oder Train oder Cobble, egal jetzt welche Map zuerst kommt, damit dann diese Map kommen kann. Welche kann raus? Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und vielen, vielen Dank für den ultrageilen
geilen Stream, generell für die Streams jetzt die letzte Woche. Ich habe Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag eigentlich mehr oder weniger komplett durchgestreamt. Es war ein Riesenbanger. Danke, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für die Abos, fürs Mitspielen, für die geile Stimmung. Es war sehr, sehr edel. Nächste Woche wird bestimmt genauso sweet. Ich mache dann hier wieder Talk, haut da rein. Vielen Dank fürs Zuschauen, für die Kommentare und für die Likes und bis dann. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.